Der Skoda Karoq ist ein komplett neu entwickeltes, kompaktes SUV. Das SUV misst in der Länge 4.382 mm, ist 1.841 mm breit und 1.605 mm hoch. Der lange Radstand von 2.638 mm in der Allradversion 8 mm kürzer verleiht dem Skoda Karoq einen komfortablen Stand. Der Karoq bietet markentypisch ein außergewöhnliches Platzverhältnis im Innen- und Laderaum, neue Fahrerassistenzsysteme, Full-LED-Scheinwerfer und erstmalig in einem Skoda ein frei programmierbares digitales Instrumentenpanel an. Auch bei den Motoren bietet Skoda Karoq modernste Technologien. Insgesamt werden 5 Motorvarianten angeboten, 2 Benziner und 3 Diesel. Neu im Programm sind die beiden Benziner und 2 Dieselmotoren. Die Hubraumgrößen betragen 1,0, 1,5, 1,6 und 2 Liter. Und die Leistungsspanne reicht von 115 bis 190 PS. Alle Aggregate sind turboaufgeladene Direkteinspritzer. Mit Ausnahme des kraftvollsten Diesels können alle Aggregate wahlweise mit einem manuellen 6-Gang-Schaltgetriebe oder einem 7-Gang-DSG bestellt werden. Der 2-Liter TDI mit 190 PS fährt serienmäßig mit dem 4x4-Antrieb und dem 7-Gang-DSG vor. Der Kofferraum fasst ein Volumen von 521 Liter bei feststehender hinterer Sitzbank. Bei umgeklappter Sitzbank erhöht sich das Fassungsvermögen auf 1630 Liter. In Verbindung mit der optionalen Varioflex-Rückbank ist der Stauraum variabel und fasst zwischen 479 und 588 Liter. Die Sitze lassen sich auch komplett ausbauen und das kompakte SUV wird mit einem maximalen Ladevolumen von 1810 Liter zum Kleintransporter.